Whoa! Oh my god! Moinsen und herzlich willkommen zu einem möglicherweise neuen Projekt. Wir schauen rein in die Demo zu The Crust. Das ist ein Aufbauspiel auf dem Mond. Wir sind ein CEO von einer Mining-Firma und müssen auf dem Mond eine Kolonie zum Bergbau aufbauen. Ist ein Fabrikaufbauspiel, aber auch ein bisschen ein Management-Teil gibt es auch. Nicht alles ist in der Demo natürlich drin. Wir gucken mal rein, was uns erwartet. Und wenn ihr das hier feiert, dass wir uns dieses Spiel reinziehen, The Crust, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, wenn es sie gibt. Wenn wir lang genug gespielt haben, denn die ist immer am Anfang des Videos rechts um eine Ecke verlinkt. Am Ende lasst einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr mehr von dem Spiel sehen möchtet. Unbedingt, ganz wichtig. Und wir haben sogar ein Intro schon. Oh mein Gott, ist das laut. Ah, sieht aber schon krass aus, ey. Ein cooles Render-Intro. Ja, tut mir leid, es ist irgendwie wieder zu laut, keine Ahnung. Ein Weltraumlift. Der Wahnsinn! The Crust. Der Krusty. Nein, die Kruste natürlich heißt das. Aber welche Kruste? Die Mondkruste ist ja dann damit gemeint. Ein Transportraumschiff. Das Intro wurde sogar noch mal länger gemacht, okay? Also, das sieht ja schon visuell echt cool aus. Das muss man mal sagen. Buggies! Mondbuggies! Ich glaube, das Design von diesen Buggies ist sogar relativ nah dran an dem, was möglicherweise auch in unserer näheren Zukunft auf dem Mond auch verwendet wird, tatsächlich. So geländegängige, relativ kompakte Fahrzeuge, die auch Lasten transportieren können. Oh mein Gott, die Untertitel sind ja mikroskopisch klein. Ach du meine Güte, das ist ein Sehtest. Ach du meine Güte. Also diese Linie da unten am unteren Bildschirm, das sind die Untertitel. Für alle, die sich wundern, was das ist und warum man keine Untertitel sieht. Okay. Die könnten die Idee größer sein. Ich wollte eigentlich keinen Sehtest machen. Da brauche ich ein Fernglas. Meine Vizepräsidentin quatscht mich gerade voll. Moment mal ganz kurz. Ich möchte auch mal was sagen jetzt. Ja, ja, ich höre dich laut und deutlich, ist okay. Nein, hör auf, ich habe noch gar nicht geklickt. Du sollst doch gar nicht weitermachen. Ich habe noch gar nicht gemacht. Was? Soak? Okay, Stromausfälle habe ich gehört. Ich habe den Motion Blur eigentlich ausgemacht, der ist aber irgendwie immer noch drin, keine Ahnung. Aber es sieht cool aus, erstmal visuell. Also auch die Modelle und so. Also das Spiel, nochmal zur Erklärung, ich rede jetzt einfach über sie drüber, weil sie labert jetzt eh erstmal rum.
Ich kann nur auswählen zwischen Englisch und Russisch in der Demo und ich habe mich dann natürlich für Englisch entschieden, weil ich dachte mir, Russisch könnte ein bisschen problematisch sein, da kann ich ja nicht mal die Schrift erkennen dann. Insofern, ja, habe ich mich dafür entschieden. Für alle, die jetzt sagen, ist ja schon wieder Englisch, es gibt noch keine deutsche Übersetzung. Cargo Boots. Soll ich landen lassen? Ah ja. Da kommen sie. Der Wahnsinn. Ist doch cool, es steuert sich sehr angenehm mit der Kamera auf jeden Fall. Oh, guck mal, Robos. Sind das die Mining-Robos? Die sehen ja lustig aus. Wie mit so zwei Bohrern in der Hand. Eine langfristige Partnerschaft sollen wir aufbauen. Hier kommen Dinge rein. Ressourcen. Also es ist vor allem im Kern auch ein Fabrikaufbauspiel natürlich, weil wir sind ja so ein CEO und müssen das aufbauen. Baue Solarpaneele. Okay, das ist meine Aufgabe. Bauen. Du spielst es falsch. Du musst es auf Russisch spielen. Dann ist es viel schöner. Biat, kann ich da nur sagen. Okay, warte, was, Moment, Power, Batterie, Medium Solarpanel, das muss ich bauen, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das muss ich hier hinbauen, alles klar, damit weniger Stromausfälle am Stardidat sind. So. Ja, so. Mit Abstand anscheinend muss ich das machen. Also die Pfeile sagen das zumindest, dass ich das nicht direkt hier dran bauen soll. Vielleicht, weil die sich dann auch hier automatisch mit der Leitung verbinden. Hier ist ja direkt eine Stromleitung. Electric Pillar dient als Drahtverbindung, kann 5 Verbindungen unterhalten. Okay, 5 Verbindungen kann man an einen elektrischen Pillar dran machen. Ah, die bauen das jetzt. Ja, cool. Und da ist es fertig. Oh, schon animiert hier. Guckt mal, nicht schlecht. Und da wird es aufgefächert. Sehr schön. Nice. Musik ist auch cool. Bisschen laut vielleicht. Ich mache mal ein bisschen leiser. Hat sich, glaube ich, wieder resettet, oder? Ich habe das alles schon ein bisschen leiser gemacht eigentlich. Egal. Jetzt ist pausiert. Genau. Nee, es soll schon weiterlaufen. Genau. Sehr schön. Na, dann lassen wir die das mal bauen. Was ist die nächste Aufgabe dann? Werden wir gleich sehen. Was können wir denn noch alles bauen eigentlich? Hier gibt es ja noch ganz viele Sachen. Mining, Drohnen, Rekonfigurationsmodul, Extractor, Forschung benötigt. Forschung, da können wir doch gleich mal gucken. Research, Trainingmodul, Forschung benötigt, grundlegendes Forschungslabor. Ah, unterirdisch, guck mal, das kann nur unterirdisch gebaut werden. Not a bad start at all. Alice, can you hear me? Your drones did a good job, better than we expected. All the energy from these panels is yours, but now it's crucial to conserve it if you want to work during the night. To achieve that, you need batteries. Batterien bauen. Ich hab's schon rausgehört. Batteries, genau. Dann machen wir da gleich mal Batteries. Kann man das drehen eigentlich? Mit R, genau. Rotate. Rotöten wir das mal. Kann man eigentlich irgendwie eine Taste drücken, um gleich mehrere Anlagen hintereinander zu... Huch, das war falsch. Abbrechen. Wie kann ich das machen? Hier. Kann man eigentlich auch eine Taste drücken, um mehrere Anlagen hintereinander zu bauen gleich? In dieselbe Ausrichtung? Geht bestimmt auch irgendwie. Hier sollen wir noch eine hinbauen. 4 Batterien sollen wir aber eigentlich bauen. Ah ne, eine Charging Station. Das ist das hier, genau. So. Damit die Drohnen sich aufladen können wahrscheinlich. Damit das nachts funktioniert, haben wir die Batterien, genau, damit das nachts aufgeladen wird. Aber hier fehlen doch noch Kabel, oder nicht? Warte mal, hier sind ja auch Verbindungen zwischendrin. Achso, ich muss es von da... Warte mal, so. Ah, jetzt hat. Dann so.
Dann so. Dann so, jetzt halt. Ah, jetzt sagt das, okay. Jetzt hat er es gesagt mit Wiren. Jetzt hat er gesagt, ich soll es wiren, alles klar. Man kann das nur in einer Linie wiren, ich sehe schon. Da muss man ein bisschen drauf achten. Ich werde schon bei Wirecard anrufen. Weil ich schon nicht wusste, wie das hier jetzt geht, alles klar. So soll man es wiren. Wir müssen das alles wiren, meine lieben Freunde. Hier so. Da, genau. Alles schön gewired. Connect Modules by Wires. Das müssen wir wiren. Und das müssen wir wiren. Wunderbar. Switch to the underground level. Also zur unterirdischen Ansicht müssen wir wechseln. Mit the tab. Mach erstmal hier das Ding weg. Kriegen wir die Ansicht irgendwie wieder auf normal? Genau so. Ah. Baue einen Drohnenrekonfigurationsmodul. Das hatten wir gerade schon gesehen, tatsächlich. Machen wir das mal so, genau. Und das ist jetzt ein Aufzug. Na, kommen die jetzt nach unten? Elevator, genau. Das ist der Aufzug. Das ist ja cool, dass man da auch unterirdisch schon bauen kann direkt. Ja, damit die Strahlung nicht auf die Anlagen dann einwirken kann, wo dann die Menschen auch drin wohnen. Es soll wohl noch Menschen dann auch geben, die dann auch auf der Mondoberfläche oder unter der Mondoberfläche besser gesagt dann auch arbeiten können. Ist auf den Bildern in Steam schon zu sehen tatsächlich. Aber es wurde mir jetzt schon gesagt, am Anfang irgendwie in der Demo ist es anscheinend nur mit Robotern erstmal. Das UI soll ich größer machen. Das habe ich schon gemacht eigentlich, aber er hat es wahrscheinlich nicht akzeptiert. Ich habe schon das UI eigentlich gescaled. Da müssen wir noch größer machen. Hier ist es voll riesig irgendwie. Und, okay, ich glaube, jetzt könnt ihr es noch besser sehen, oder? Ich hoffe, ihr könnt es noch besser sehen. So, jetzt wird gebaut. Der erste Eindruck macht Bock auf mehr. Ich muss auch sagen, ich finde das jetzt auf den ersten Blick erstmal schon ganz nice. Die Texturen von der Mondoberfläche sehen auch cool aus eigentlich. Es ist okay, sagen wir, es ist okay. Ich meine, auf dem Mond willst du da auch groß mit Texturen machen, ja. So viel ist da jetzt ja eigentlich nicht möglich. Not enough power. Connect the rig configuration module with a wire. Und dann ist jetzt die Frage, kann ich... Ah, da ist ein Pylon oben dran. Ich sehe schon. Wire. Au, wire. Warte, wire. Wire, genau. Pardon my curiosity, but how are you going to extract lunar regolith with robot carriers? I am far from a robotic expert, of course, but it seems like we have more questions than answers at this point. That's an excellent question, Robert, and I'd be delighted to answer it. However, I need to wrap up something first. So, so. Director, with the reconfiguration module, you can convert up to 5 worker drones to mining drones and vice versa. Convert 4 drones into mining drones. Ich soll 4 Drohnen in Mining-Drohnen umwandeln. Welche sind jetzt Mining-Drohnen? Converting to Mining-Drohnen. Achso, ich muss einfach nur 4 einstellen. Sehr gut, dann machen die das. Guck mal, jetzt sind es Mining-Drohnen und die können jetzt dann Erze abbauen. Ich soll 50 Regolith-Zellen extrahieren, okay. Ah, ja. Ja, dann würde ich doch mal sagen, machen wir halt einfach mal hier. Ja, guck mal, können wir einfach drüber malen. Das ist auch cool gemacht eigentlich. Kann man einfach die Fläche anmalen. Warum ist es so unterschiedlich gefärbt? Sind das unterschiedliche Gesteinsarten? Na, guck mal. Vielleicht sind das unterschiedliche Erze, die da drin sind. So, mal schauen. Auf jeden Fall meinern sie da jetzt. Sie hat ganz schön viel zu sagen, ey. Erinnert an Surviving Mars. Naja gut, ist halt Surviving Moon. Surviving Moon ist es, glaube ich, dann eher. Aber nicht von dem Entwickler von Surviving Mars, definitiv nicht. Ich hatte erst überlegt, ob es vielleicht derselbe Entwickler ist wie bei Solar Gehen, weil es mich da leicht dran erinnert. Aber die Grafik ist dann doch ein bisschen besser als bei Solar Gehen, finde ich. Wow! Oh mein Gott!
Oh, da fetzt mir die Ohren weg. Ach du meine Güte. Ist das ein Asteroid gewesen? Wow, wow. Okay, also mit der Inszenierung, da haben sie sich aber echt nicht lumpen lassen. Das muss man mal sagen jetzt. Oh mein Gott. Trümmer. Ja, das ist beim Mond das Problem. Wenn da was einschlägt, dann fliegen die Trümmer ewig weit. Oh, was? Was ist passiert? Um Gottes Willen. Oh mein Gott, das ist, liegt alles in Schutt und Asche. Aber das war nicht ich jetzt, oder? Ich war jetzt nicht dran schuld. Demo zu Ende. Nee, glaub nicht, oder? Das ist, glaube ich, einfach jetzt ein Ereignis. Wir müssen bestimmt jetzt wieder alles neu aufbauen. Module Robert, needs repair. Robert, do you read me? According to the data, there are no survivors on the base. Keine Überlebenden. But I had to check, and I shouldn't have said anything about flowers. We're still receiving a signal from the drones. Our best bet is to try to repair the lift and rebuild the power supply circuit in order to save our equipment. It seems we have no other choice. We are in urgent need of solar panels and accumulators connected in one electrical circuit. With the available resources, direct the drones to construct the power supply modules, aiming to restore the previous setup prior to the explosion. Okay, ich soll wieder alles herrichten. 4 Solarpaneele, 4 Batterien. Kann ich die Sachen recyceln? Nee, kann ich nicht. Braucht eine Forschung dafür. Okay, dann machen wir das auf der Seite jetzt. Machen wir mal einen Pillar vielleicht. That's because scientists rely on established facts rather than speculating based on unreliable data. They prefer to work with what data, is known data. Rather than jumping to hasty conclusions. I've heard that First Vice President Alice Vance maintains her composure and professionalism in all circumstances. Perhaps it's time for you to call your alter ego. Maybe I should, Professor. Tell me, prior to the moon launch, we were actively involved in a range of technologies aimed at advancing autonomous mining. Okay, die haben echt viel zu erzählen. Ich muss sagen, ich höre da nur mit halbem Ohr so ein bisschen zu. We had a plan for an autonomous extraction plant, but it's currently just a project. Given the circumstances, implementation seems unlikely. So, Solarpaneele haben wir, A4 Batterien brauchen wir. Okay. To the underground level. Select it and order the drones to start repairing it. Moment. You can change the game speed. Select the required four hotkeys 1, 2, 3. Ah, ich bin doch noch nicht so weit. While building modules, or you can ich bin doch noch nicht so weit. So, hängen wir mal alles an einen Mast erstmal dran, an einen Elon. Und den hängen wir dann hier drüben ran. So, jetzt sehr schön. Haben wir wieder den Lift gepowert. Nice. Now we need to fix the elevator to regain access. Also wir müssen den Aufzug reparieren. So, das heißt, wir müssen runter und gucken. Ah, ist doch schon repariert oder nicht? Ist doch online. Ist doch alles super. Warte, dann mach da gleich mal hier noch das Kabel. Mach das mal da oben ran. So, jetzt müsste das doch auch eigentlich wieder alles Strom haben. Genau, guck mal, siehst du? Haben wir alles hingekriegt. Objective achieved. Genau. Achieved. Und nu? Director, Crust have made an official statement. I will put it on the screen. On this day, an unexpected asteroid impact occurred on the surface of the moon. Ja, das haben wir gesehen. We are currently working tirelessly to re-establish contact with lunar outposts and assess the situation. The number of casualties, if any, is being verified. As a result of the impact, also ein Asteroid ist es gewesen. Orbital stations are non-operational. This has caused disruptions in navigation and logistics. Sagt er. Be advised that all lunar-based activities and communications may experience delays or interruptions until further notice. We want to emphasize that Earth is not in any danger as a result of this event. We will continue working around the clock to address this unprecedented event and ensure the safety of all those affected. Do not spread unverified information as it Ja, wir sollen keine nicht verifizierten Informationen verbreiten. Es war ein atomarer Anschlag auf dem Mond. So, ihr habt das zuerst gehört. Now we need to build a charging station to connect the modules into a single power network using wires. Eine Charging Station, eine Ladestation, okay. Charging Station ist das hier.
Dann machen wir die mal wieder so wie gerade eben. Ja, machen wir mal hier hin das ganze Ding. So. Und dann machen wir mal noch einen Electric Pillar. Mal so hier hin vielleicht, dass wir noch mehr Anschlüsse machen können. Weil der hier hat ja jetzt schon 4 von 4. Dann machen wir das jetzt so. Guck mal. Charging Station läuft. Sehr gut. Not enough power to run the module. Weißt du was? Dann machen wir gleich nochmal ein paar Solarpaneele. So, 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 lala. Mal gucken, ob es ausreicht. Ich hoffe, wir haben genug Material jetzt für die ganzen Paneele. Müssen wir mal gucken. Ein Charging Network. Machen wir weiter. Sag mir mal, was ich als nächstes machen soll. Wahrscheinlich erstmal für Energie sorgen. Ah ja. Collision of an asteroid with the moon. That's plausible. However, the possibility of not detecting an asteroid of that size and predicted trajectory and time raises another question. Anyway, we've received your. Ja, das ist schon interessant, dass die den Asteroiden nicht am Kommen sehen, wenn der so riesig war. While lunar outposts showcase humanity's technological advancement, their longevity is limited without the presence of essential resources like steel and concrete. Now we do have electricity, but we need both steel and concrete to keep the modules running. Wir brauchen Stahl und Zement wieder. Das übliche Zement da. Smart concrete from Regolith. While not the most efficient method, Forschung. We need to prioritize speed over optimization. Regolith pressen. Regolith ist das Mondgestein übrigens. Können wir gleich mal erforschen. Und dann müssen wir schauen, dass wir dann die Verarbeitung noch erforschen, schätze ich mal. Dass wir dann die Stoffe daraus herstellen können noch, die wir zum Bauen brauchen. Das ist nämlich das, was uns gerade fehlt. Baumaterial fehlt uns. Unlock Pressing Module. Build a Pressing Module. Wo ist denn das Pressing Module eigentlich drin? Bei Produktion. Pressing Module, genau. Gucken wir mal. Müssen wir das jetzt oberirdisch bauen oder unterirdisch, ist die Frage. Allow you to produce smart concrete directly from mined regolith. Chunks mined, 3 von 20. Warte, wir müssen mal gucken. Müssen wir hier wieder einen Minendings einstellen? Ich glaube, ja. Mach das mal hier gleich. So. Und dann vielleicht mal noch Drohnen umswitchen hier. Genau, damit wir auch welche haben, die was abbauen. And at the moment, you're primarily mining barren rock. To locate resource deposits, we require the ore detector. Open the research panel, select geological exploration. Ah, underground only, okay. Das können wir nur unter der Erde bauen. Machen wir das mal. Warte mal, das muss schon hier rein, dann machen wir es mal so. But we must adapt and work with it now. It may seem cynical, but considering the circumstances, our best course of action at the moment is to try to save. Soll irgendwas erforschen, wenn ich das jetzt richtig gehört habe? Moment, was soll ich jetzt erforschen? Sekunde, Sekunde, Sekunde. Build a Pressing Module. Ich glaube, wir bauen erstmal das Modul. Würde ich sagen. Lass das erstmal machen. Und dann gucken wir mal, dann kommt das mit der Erforschung gleich noch. Ne? Irgendein Verarbeitungsding. Alright, now get the drones to build it. I wouldn't wait too long if I were you. And add a bulk resource storage to it, so your drones have a place to take the regolith they've mined. Okay, okay, okay. Underground Extraction, Geophysical Prospecting. Diesen Scanner sollten wir jetzt mal. Smelting. Ah, Ohrdetektor. Hier, das muss man mal. Das hat er gesagt, soll man machen. Ja, das Gelaber ist ein bisschen viel Text, die sie einem da um die Ohren knallen. Aber hey, ich meine, es ist immerhin vertont. Zwar auf Englisch, aber es ist immerhin vertont. Und ja, es ist halt für mich ein bisschen schwierig, weil ich muss da zuhören und muss auch gleichzeitig irgendwie kommentieren noch. Und auch irgendwie einen Sinn im Spiel noch rausziehen irgendwie. Das ist dann nicht so einfach natürlich. So, wir machen hier auch mal einen Pylon noch in die Mitte, würde ich sagen. Hier hin. Damit wir das mal auch ein bisschen connecten können noch. Nicht, dass wir hier keine Connections mehr übrig haben. Das wäre nicht so gut. Aber hier können wir 10 anschließen. Guck mal, ist ja eigentlich gar nicht schlecht, ne? Electronic Board gibt's auch. Verbindet die Kabel, um Anlagen in einem Raum zu betreiben. Okay, ah, das ist quasi ein Wandübergang. Ich sage ja, es gibt auch Innenräume. Ist die Demo zeitbefristet? Oben rechts läuft eine Uhr. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Kann sein, dass die
dass das auf Zeit ist. Durchaus. Bin nicht ganz sicher. Irgendwie muss es ja begrenzt sein auch immer. Bild ein Ohrdetektor. Ein Ohrdetektor. Was müssen wir noch erforschen? Durable Walls. Vielleicht noch Smelting and Processing. Keine Ahnung. Moment. Erstmal gucken. Bild ein Ohrdetektor. Wo ist der Ohrdetektor? Ist jetzt die Frage. Ohrdetektor. Cannot be installed indoors. Also der muss immer draußen stehen. Muss der jetzt aber oben stehen oder unten? Oder ist das egal? Warte mal. Underground only. Okay, das steht dann immer dabei, wenn man versucht, das oben zu bauen. Dass es nur im Untergrund geht. Na gut, dann bauen wir das mal hier. Ich habe keine Ahnung, welche Abstände da am besten sind jetzt. Ne, ich baue das jetzt einfach. Jetzt ist es pausiert irgendwie. Ich habe keine Ahnung, welche Abstände da günstig sind. Man sieht auch, es gibt Förderband-Ein- und Ausgänge bei den Anlagen. Hier ist ein Förderband-Ausgang, schätze ich mal. Hier ein Eingang. Also, da kann man auch Anlagen bauen dann. Also richtig wie bei Factorio und Satisfactory, dass man da auch Verarbeitungslinien macht, Produktionslinien und so. Aber da muss man natürlich erstmal sich hinforschen. So, der Ohrdetektor wird gebaut. Haben wir noch die Komponenten dafür? Ich hoffe es jetzt einfach mal. Nein, sie ist nicht zeitbegrenzt, nur forschungsbegrenzt. Bin bei über 8 Stunden Spielzeit, sagt X-Lutsch. Oh, also meine lieben Freunde, nochmal für euch zum Hinweis. Diese Demo ist genauso auch kostenlos. Und ihr könnt in der Videobeschreibung dann unter dem YouTube-Video aufklappen und da könnt ihr den Link zur Steam-Seite dann finden, wenn ihr euch das selber reinziehen wollt. Scheint ja sich zu lohnen bei diesem Umfang. Okay, wir sollen nach Erzadern suchen, hat er gesagt. Ah ja. Oh. Je größer ich den Scan-Radius wähle, desto mehr Energie wird vor. Das sieht doch da schon aus wie Erz, oder nicht? Da so am Rand. Ich mach's mal hier so in die Richtung. Ja, guck mal, das habe ich mir schon gedacht. Which employs the reduction method to convert the oxide into usable resources. Although we haven't tested this technology yet, theoretically it should work as intended. Okay, ein Eisenschmelzen sollen wir bauen. Sure that it's worth taking the risk at this moment? Our whole enterprise is now one big risk. It can't be eliminated, even if we do absolutely nothing. So, ich weiß die mal gleich an, dass sie da mal bohren sollen auch. Ich schätze mal, dass wenn wir da dann auch rauslösen müssen hier, das Erz. Würde ich sagen. Genau, jetzt machen sie ja da hinten noch das Regolith platt. Können wir da irgendwie die Prio hochdrehen? Vielleicht? Brush Size. Priority Zone on off. Genau, das ist hier die Prioritätszone. Dann können sie schön da das rausmachen jetzt. You can set your drone's priority zone for excavation with a special tool. Also mit einem speziellen Tool kann man eine Prioritätszone festlegen und da werden die Drohnen dann zuerst arbeiten. Ich sehe davon jetzt aber ehrlich gesagt nichts. Die arbeiten hier eigentlich immer noch da hinten. Ich sehe nicht, dass die jetzt hier was machen. Na, müssen wir mal gucken. Hat er jetzt schon den Schmelter? Nee, hat er nicht. Okay. Aber habe ich schon instinktiv richtig gemacht. Geh in den Mining-Modus. Ich war doch schon im Mining-Modus gerade, oder nicht? Ich habe doch das gerade hier gemacht. Habe ich gerade festgelegt. Oder muss ich das noch bestätigen irgendwo? Hm. Das kannst du noch nicht abbauen. Forschung fehlt. Ah, oh, okay. Okay. Unlocks the technology. Ah! Ich muss Schreif halten, dass ich in Wände rein. Ich dachte, das wäre was anderes hier. Okay. Dann müssen wir das machen. Müssen wir kurz warten, bis das hier noch erforscht ist. Der Schmelter. Dann muss ich das noch machen hier. Genau. Dann mach das noch. 24 Tage? Puh! Warte mal, da machen wir mal die Geschwindigkeit mal ein bisschen schneller, würde ich sagen. Aber wir können ja den Schmelzer schon aufbauen, oder nicht? Melting. Das müsste doch gehen eigentlich. So, ich schätze mal, das geht dann bestimmt da raus und geht dann hier rein. Dann machen wir das jetzt mal hier. Ich hätte es vielleicht ein bisschen anders noch anordnen sollen vom Platz her. Wir machen das jetzt einfach mal so. Na, guck mal, da kommt das Baumaterial. Okay, verstehe, ja, ja. Hier kommt die Ziegel kommen dann raus, der Concrete und damit wird dann das Gebäude gebaut. Alles klar.
Sehr schön. Also Baumaterial, Erz. Genau. Moment. Wir müssen erstmal noch einen Pillar aufstellen jetzt. Dann den Pillar verbinden und dann hier das so machen, genau. Schön mal immer das Stromnetz erweitern. Choose a recipe for steel production. Ein Rezept für Stahlproduktion. Okay, Stahl, genau, da ist es. Sieht aus wie Aluminiumbarren. Always requires oxides to begin production of any resource. And mining drones are able to extract oxides directly from the vein. It's not the most efficient way, but we have to start right now. Order them to excavate the regolith on top and then assign them to extract iron oxide from the vein. Enter excavation mode to be able to. Ah, okay, ich verstehe. Ja. Ich verstehe. Ja, ich hab's verstanden. Also, hier ist das Eisenerz und das müssen wir, da müssen wir erst das Regolith hier entfernen, damit wir da rankommen. Und das müssen wir jetzt mal als Prio machen tatsächlich, dass sie das zuerst machen jetzt. Hier müssten sie eigentlich minern können, genau. Und dann müssten wir hier irgendwie Drohnen zuweisen, die dann das hier von der Fläche rausziehen. Die Wand da können wir tatsächlich noch nicht wegmachen. Dann kann ich das löschen? Nee, kann ich leider nicht. Okay, ist egal. Auf jeden Fall müsste das jetzt eigentlich gehen. Warte, wenn wir da jetzt sagen. Genau, schön minern da an der Stelle. Lassen wir mal drei da abbauen. Genau, jetzt stellen die sich da nämlich hin und bohren da nach unten. Das ist eigentlich ganz cool gemacht so. Now you have steel and smart concrete production, but it is extremely inefficient. To secure a foothold, we need to build a fully capable production chain. You do have a plan, don't you, Professor? And while they're digging, we need to research underground. Underground extraction soll ich freischalten. Das ist das hier, okay. Ah, ja gut. Haben wir überhaupt genug Forschungspunkte hierfür? Das weiß ich jetzt gar nicht. Kann sein, dass wir eher erstmal hier mit weitermachen müssen. Das war, glaube ich, der Holzweg jetzt tatsächlich. Warte mal, dann bricht das mal ab. 5 Tage. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen realistischer, das zu machen. Weil das dauert, glaube ich, eine Idee zu lange. Und wir haben auch nur 200 Forschungspunkte. Ist gar nicht. Brauchen wir da nicht noch mehr? Achso, nee, das ist Daily Income. Also es kommt täglich 200 Forschungspunkte rein. So ist das zu verstehen. Ich glaube, das ist schon richtig, da erstmal mit dem anderen weiterzumachen. Wann kannst du neue Drohnen bauen? Geh mal in die Hauptübersicht und oben rechts hast du 3 Fläschchen. Ja, hier genau, da. Die haben nur die mittlere. Die blaue braucht man noch für das, was ich gerade eben noch erforschen wollte. Deswegen, das haben wir gar nicht. Ganz gut, dass ich das mal abgebrochen habe jetzt. Oh, es ist Nacht gerade. Unsere Batterien werden jetzt gezuzelt. Wo sehe ich denn meinen Gesamtstrom? Hier oben. Da sehe ich Batteriefüllung. 92% haben wir noch. Nice. Build an Extractor on an Iron Vein. Okay, das müssen wir dann machen. Underground Extraction, Schreifhalten, läuft. Haben wir denn auch die Möglichkeit, ein Forschungslabor zu bauen? Das geht doch bestimmt auch. Single Resource Storage. Bulk Resource Storage. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, so langfristig auch so ein paar Pufferbehälter noch aufzubauen. Was ist das hier? General Storage. Wassertank. Okay, das ist sehr, sehr, sehr komplex. Logistik haben wir hier. Repeater, Flight Control. Das ist dann für Raumschiffe, Transportschiffe. Lebenserhaltung. Guck mal. Eisschmelzer. Ein Bett. Das ist für Innenraum. Recreation, Erholung. Ich sag ja, das ist dann auch für Menschen. Menschliche Siedlungen, menschliche Siedler. Rolling Mill. Also eine Rollwalze, glaube ich, ist das dann. Smart Concrete Factory, eine intelligente Zementfabrik, Komponentenfabrik, Mikroelektronikfabrik, Carbonfabrik, also Carbonfiber, Kohlenstofffabrik, Kohlenstofffasern, Treibstofffabrik, modulare Terminalsfabrik, ein Assembler. Und da geht es sogar noch weiter hier. Construction Materials Plan, also Baumaterialienfabrik. Nicht schlecht. Großer Akku, Medium Solarpaneele, Fuel Generator, gibt es doch einiges. Hab's raus, die Menschen werden im finalen Game für die Forschung benötigt. Ah ja, okay, das ist dann, dass man weiterkommt, braucht man Menschen und die muss man dann am Leben erhalten. Das ist sehr cool gemacht, ja. Also ich muss sagen, mir gefällt das soweit erstmal ganz gut.
Auch mit dem Tag-Nacht-Wechsel und so, dass man da auch schauen muss, dass die Solarpaneele am Start sind und genug Batterien. Ist schon ein schönes Spiel soweit. Und ja, wie gesagt, hier X-Lutsch meint, er hat schon 8 Stunden damit verbracht. Nicht schlecht. Ja, sieht auch aus wie so ein typisches Suchtspiel, so ein Suchtaufbauspiel. Ich finde, die Kamera könnte... Ja. Ah, okay, das ist nicht vertont. Director, also ich versuch's mal zu übersetzen. Ah, die Zeit läuft ja im Hintergrund. Stopp, stopp, stopp. Warte, nein, ich kann es nicht pausieren. Ah! Kann ich die Nachricht nochmal aufmachen? Scheiße. Ich wollte es jetzt nicht im Hintergrund durchlaufen lassen, während der Typ... Egal. Not only have we almost lost all our equipment and communication, now we also have Crust to deal with. By the way, Wilfried... It seems they haven't forgotten about you either. Ihr könnt ja das Video pausieren und den Text da lesen. Land a Rover. Oh, wir müssen einen Rover landen. Moment. Rover, Cargo Pouch. Machen wir es mal hier so. Da, wo es blau ist. Haben wir es? Ah ja, ich muss noch Video Zeit laufen lassen, genau. Oh, oh, guck mal. Ein dicker, fetter Rover. Und ist da jetzt einer drin? Genau, dann lass mal Forschung noch weitermachen. Crust holds significant authority, having constructed the space elevator and maintaining control over all the moon. If Crust says, gehen wir mal runter hier und machen mal, was war das jetzt? Diesen stationären Minator? Ah, wie sie mich volltexten. Ja, das ist ein bisschen anstrengend, ein bisschen viel Text. Ich möchte auch mal was sagen. Halt die Klappe, Spielbär, du redest sowieso schon die ganze Zeit. Ich mach's mal dahin jetzt. Warum geht das nicht? Warte mal, irgendwie... Das ist aber schon richtig, oder? Dass es da unten aufgebaut werden soll. Warte mal. Cannot be installed indoors. Warte mal, oder muss es doch nach oben? Underground only, okay. Liegt das daran, dass das jetzt keinen Platz hat da unten? Ja, ist doch gut. Ah, ich höre euch doch sowieso nicht zu. Platz? Ja, das ist die Frage. Eigentlich ja nicht. Ah, hier geht's. Okay, da kann ich es hinbauen. Okay, da mache ich es halt dahin. Dann habe ich das Gebäude aber falsch rumgebaut, weil so kriege ich das Erz da hinten nicht rein. Na egal, müssen wir mal gucken. Ja, ich muss erstmal klarkommen, wie da die Bauraster sind und wie das alles zusammenpasst. Keine Ahnung, da muss ich erstmal mich reinfuchsen. Das dauert immer ein bisschen, bis man dann da klarkommt. Sende den Rover außerhalb der Basis. Okay, das machen wir mal. Der Rover, der Rover. Und wohin? Gibt es da ein konkretes Ziel? Send it off base. Ah, off base by clicking in a... Leave the base. Der Shift-Button. Ah ja, ich muss das auch connecten hier. Shift-Button. Moment. Brauche ich gar nicht eigentlich. Ich bin ja nah genug noch dran hier. Okay, die einzelne Regolith-Raffinerie. Alles klar. Moment. Single-Regolith-Refinery. Die müssen wir erforschen. Also, mach das mal weg. Oh mein Gott, jetzt fallen sie sich gegenseitig ins Wort schon. Switch to an orbital level? Was? Ein Orbital? Wow, der Mond. Nice. Mann, ich bin eigentlich auf den Mond gekommen, damit ich nicht von allen möglichen Leuten vollgequatscht werde den ganzen Tag. Nicht mal auf dem Mond ist man sicher, ey. Das ist unglaublich. Du wirst zugetextet und zugetextet, da kommt's dir auf der einen Seite raus und auf der anderen wieder rein. Das ist doch unglaublich, ey.
Ja, nun ist mal gut, ihr Pappnasen. Es reicht doch jetzt. Wir haben es doch verstanden. Ihr seid alle wichtig. Unlock Single, genau, das haben wir schon gemacht. Untersuche den Repeater. Wähle einen Repeater aus der Expeditionspanel und sende einen Rover, einen Repeater. Die meinen das hier, oder was? Repeater, ah ja. Part of the Satellite Communication System that provided navigation to the moon. Ein Teil des Satellitenkommunikationssystems, das die Navigation auf dem Mond sichergestellt hat. Starte Expedition. Repeater. Require survey. Ja, okay. Requires further investigation. Ja, das will ich ja machen. Rover selected. Den Scout Rover wollen wir machen. Investigate. Alles klar. Das ist aber cool, dass man auf der Oberfläche auch Sachen untersuchen kann. Nicht schlecht. Da bin ich mal gespannt, ob es auch einen freien Modus geben wird oder ob das immer nur an dieser Kampagnen, also diesem Kampagnenmodus so hängt. Dass man dieses Gequatsche auch mal abstellen kann. Vielleicht mache ich auch einfach mal den Ton aus von den Beratern. Man muss mal gucken, ob man den Dialog irgendwie ausfaden kann. Weil irgendwie nervt das ein bisschen. Also nichts gegen Texte und hast du nicht gesehen, ja, und vertont und so. Aber es ist ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Es erschlägt ein bisschen, finde ich. Finde ich. Wie seht ihr das? Das könnt ihr mir auch gerne schreiben. Huch, wie komme ich jetzt wieder zurück? Moment. Wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich wieder raus? So? So? Ah, so. Okay. Alles gut. Bin wieder rausgekommen. Untersuche den Repeater. Das macht er doch jetzt, oder? Fährt erstmal hin, genau. Oh, Batterieladestand ist aber auch nicht ohne, ne? Muss man ganz schön drauf achten. Aber spätestens, wenn die Sonne wieder aufgeht, müsste er ja eigentlich wieder geladen werden normalerweise. Müssen wir mal gucken, wie viel Energieladung haben wir denn in der Basis noch? Na, geht noch. Dauert noch 18 Stunden. Und wie lange brauchen wir noch bis zum Sonnenaufgang? Das wäre mal auch noch spannend zu wissen. Ich habe keine Ahnung. Wir sollten jetzt vielleicht auch keine Anlagen dazustellen. Erstmal warten, dass wir jetzt hier nicht Probleme kriegen. Das wäre nämlich nicht so gut. So, jetzt sind sie da schon ganz schön am Freilegen. Das wird jetzt hier alles komplett... Was ist denn das eigentlich da? Das ist irgendeine Ressource oder irgendwas. Wahrscheinlich werden wir das erst rauskriegen, wenn wir das hier freischalten können. Oben rechts unter den Daumen sieht aus wie ein Sonnenaufgangskalender. Oben rechts unter dem Daumen. Ach so, Datum, ach so. Oben rechts unter dem Datum. Ah ja, stimmt. Ja, ja, hier, dieser Streifen. Ja, hier sind wir im Dunkeln. Wir haben jetzt ein bisschen nach Mitternacht anscheinend. Dann müsste es eigentlich gleich auch wieder heller werden normalerweise. Naja, ich habe den Streifen hier nicht so wahrgenommen tatsächlich. Ist ein bisschen subtil. Nein, das dauert ein wenig, da der Mond sich ja auch dreht. Ich glaube, beim Mond ist das sogar ziemlich lang, bis der Tag vorbei wäre. Ich glaube, der dreht sich gar nicht so schnell. Oder war das nicht irgendwie so? Das dauert recht lange. Deswegen hast du mal 20 Tage keine Sonne. Ja, genau, genau. Also meinst du das, ja, ja. Ja, aber ich muss sagen, also soweit finde ich das erstmal ganz gut. Ist dann natürlich auch spannend, wenn dann die menschliche Komponente noch mit reinkommt, ne, dass man dann auch wirklich ein Habitat aufbaut für die Forscher, dass die dann da leben können auf der Mondoberfläche. Ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich mal auf dem Zettel behalten würde. Und wie gesagt, ihr könnt mir auch gerne schreiben, wie ihr das so findet. Und ob ihr das auch interessant findet. Und an dieser Stelle endet diese Folge The Crust. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu The Crust, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielware mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr könnt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis unterstützen. Das ist eine sehr coole Möglichkeit, meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.